So, Freunde, wir haben jetzt so diskutiert, wer Achim ist. Ja. Wir kennen ihn nicht, aber... Nee. Aber ist, glaube ich, eine coole Sau, der Achim. Es scheint eine sehr geile Sau zu sein, dem man gerne zuhört. Absolut, ich höre ihm wahnsinnig gerne zu, wer auch immer es ist. Oh, wir haben ein geiles Angebot heute. Ja, wir haben da jucken mir auch die Finger. Wir haben ein Wahnsinnsangebot für euch, und zwar mal wieder ein bisschen was Neues im C19 Sale. Ja. Ist noch gar nicht lange rausgekommen. Dieses fantastische Doppelset von Marvel's Pyro und Marvel's Rogue in der Comic-Version von Hasbro. Ja. Sage und schreibe für lächerliche 39,99. Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann guckt im Cave Talk. Haben wir im Cave Talk ausgepackt und haben wir abgefeiert. Das ist super Besprechung. Das sind tolle, tolle Figuren und für den Preis unschlagbar. Greift zu, die sind schnell weg. Ich sag's euch. Ja. So, ich weiß, es gibt immer, das ist immer traurig so, und es tut mir auch immer leid, dass dann das so schnell weg ist. Ich meine, muss weg, und darum ist es ja auch hier, aber am besten ist, ihr abonniert, dann kriegt ihr gleich Mitteilung, und sobald ihr da seht, was das Angebot ist, kaufen sofort. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, oder? Außer dass tatsächlich Sinn der Sache ist, dass wir das auch möglichst immer ausverkaufen. Ja. Manche Sachen gibt es auch noch ein paar Tage später, manche Sachen stellen wir tatsächlich auch noch mal rein. Aber damit sollte man nicht rechnen. Bis jetzt war es so, dass die meisten Sachen innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft waren. Ja. Aber ihr seid ja nicht nur hier, um zu erfahren, was jetzt der neue Sale des Tages ist. Ich habe manchmal das Gefühl, sobald du das Angebot zeigst, machen die alle aus. Oder so schnell kaufen und dann gucken sie gar nicht weiter. Ist tatsächlich nicht so, weil dann machen wir jetzt in Zukunft das Angebot nur noch am Ende. Das habt ihr jetzt davon. Dann müssen die erstmal unser ganzes Gelaber sich anhören. Ob ihr wollt oder nicht, und wir machen jetzt auch immer 18 Minuten Gelaber, 19 Minuten 30, und die letzten 30 Sekunden zeigen wir dann das Angebot. Aber ganz schnell noch, zack, zack, zack. Finde ich gut, genau so machen wir es, die Leute werden es lieben. So, mein Tipp für euch, den habe ich leider nicht dabei, den habe ich auf die Schnelle heute Morgen nicht gefunden. Ach, verdammt. Ist aber nicht so schlimm, und zwar ist das ein Film, einer meiner, ich habe da so ein bisschen Fable für japanische Punk- und Rock'n'Roll-Fans. Hab ja auch ein paar Jahre lang Balzac aus Japan gemanagt, mache ich immer noch, aber im Moment wegen Corona und so ist leider nicht so viel am Start. Und zwar geht es da um die großartigen Gitterwolf mit Seiji am Mikrofon und Basswolf und Drumwolf. Ja, Wolf ist ja für dich... Gitterwolf ist die Band und Wolf ist bei mir ja eh immer Programm, sowieso. Ja. Eine unfassbare Band. Ich habe die damals das erste Mal gesehen im Molotow in Hamburg. Und damals kamen tatsächlich noch nicht so viele japanische Bands nach Deutschland. Das war eigentlich schon was Besonderes. Besonders dann auch noch in YouTube der Punk-Szene. YouTube gab es da noch nicht, ja. Und dann sind wir alle ins Molotow. Wobei, was heißt alle? Es waren, glaube ich, 50 Leute da. Voll. So. Ja. Und dann haben wir gewartet und dann kommt Seiji, Gitterwolf, der Gitarrist, kommt auf die Bühne, hat so, nimmt die Gitarre so zur Seite, nimmt sich ein Astra, stellt sich so hin, Fuß aufgestellt auf den Monitor, äxt das Bier so weg, und wir standen alle so da, ja, yeah, total geil, beste Band ever, alles was jetzt kommt, kann nur großartig werden. Geil, ja. Und dann fingen sie an zu spielen. Oh nein. Und wir hörten uns so einen Song an, zwei Songs, wir guckten uns so an, das kann doch jetzt nicht wirklich so sein. Was kam denn da? Die haben gespielt, also wie eine drittklassige Schülerband. Das war die Vollkatastrophe. Und ich glaube, so nach Hälfte des Konzerts, das Molotow damals waren zwei Räume, hinten der Konzertsaal und vorne auch mit Bar, und vorne war nochmal eine Bar. Ja. Und irgendwann waren dann, ich glaube, 10 Leute sind gegangen, 20 Leute haben sich am Tresen eingefunden und nur noch 10 Leute haben zugeguckt. Weil es war echt schlecht, aber die haben ihre Show knallhart durchgezogen. Das muss man respektieren. Und wenige Jahre später habe ich sie nochmal im Molotow gesehen. Ja. Da war Vorband die 5678, die ihr vielleicht aus Kill Bill kennt, von Quentin Tarantino. Da spielen die in dieser Metzl-Szene, hier diese crazy... Ich glaube, ich weiß. Ja, die 88. Bla, crazy 88 da gekillt werden. Da ist so eine weibliche Beatband, die da spielt. Ja, ich weiß. Ja. Und die waren damals total angesagt. Deswegen war das
Molotow total ausverkauft. Die haben Gitter Wolf nochmal mitgenommen, oder und, was? Nee, die waren, glaube ich, sogar Vorband von Gitter Wolf. Mein Gott. Und die spielten dann als Vorband und danach kam Gitter Wolf. Und du hast schon die Luft angehalten wahrscheinlich, und, ne? So, oh ja, Gott. Und ja. Ich habe gedacht, okay, was soll da jetzt kommen? Ist egal, 5678, geile Band, der Eintritt hat sich gelohnt. Und dann kam Gitter Wolf wieder und Siegi hat wieder sein Bier weggeext und es war eins der großartigsten Konzerte meines Lebens. Ach komm, sie haben sich weiterentwickelt. Es war der Hammer, ja. Es war, das total, ist geil. War total geil. Ich glaube, es hat weniger damit zu tun, dass sie sich weiterentwickelt haben, sondern dass sie so die Stimmung, die brauchten einen vollen Laden. Ja. Und die, also sind Poser vom Herrn und die konnten diese Stimmung total gut aufnehmen und das Publikum total gut motivieren. Und dann war es eigentlich auch egal, ob sie gut oder schlecht spielen, sondern es war einfach eine fantastische Rock'n'Roll-Show. Also es war super, aber das ist jetzt nicht mein Tipp, obwohl ihr euch gerne alle CDs von denen holen könnt. Das Schöne ist ja, obwohl Seiji Englisch kann, so ein bisschen Englisch, japanische Rock'n'Roll- und Punkbands, wenn sie denn eine andere Sprache als Japanisch singen, was sie in der Regel tun, weil sie ja sich dem Vorbild angleichen wollen, dann wissen die eigentlich gar nicht, was sie singen. Sondern die nehmen irgendwelche englischen Worte, machen da einen Satz draus oder tun sich irgendwelche Sätze irgendwo abschreiben und machen dann da was draus. Also bei Gitter Wolf singen sie teilweise Japanisch, teilweise Englisch und Seiji kann auch ein bisschen. Okay. Aber es gibt dann diese grandiosen Songs wie Shinkansen, wo er den Shinkansen besingt. Okay. Diesen sagenhaften Zug, der durch Japan fährt. Okay, ja. In Rekordzeit bin ich dankenswerterweise auch mal gefahren. Das ist toll. Okay. Also ist wirklich klasse. Es geht halt, er singt halt immer nur Shinkansen, 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 Shinkansen. Ja, und dann Gitarre. Das ist so der Text. Ja, ja, geil. Ne? So. Aber was jetzt kommt, ist halt, es gibt einen Film. Und zwar, den haben sie hier so ein bisschen promotet als den Gitterwolf-Film, obwohl da eigentlich Gitterwolf spielen die Hauptrollen oder mit die Hauptrollen, aber sie spielen da eigentlich nur drin. Und es gibt auch ordentlich Rock'n'Roll und es gibt Zombies, es gibt Außerirdische. Oh. In Thailand gedreht und das ist der abgefahrenste, lustigste, rock'n'rolligste Zombie-Science-Fiction-Rock'n'Roll-Fan aller Zeiten. Mit einem ganz niedrigen Budget gedreht, das seht ihr aber nicht an. Und dort wird auch mit der Kraft des Rock'n'Roll gegen die Zombies gekämpft. Okay, cool genug. Ja. Also da werden halt so Riffs gespielt, die dann entsprechend auch so ein paar Zombies platten. Ist auch teilweise ein ziemliches Gesplatter und teilweise lacht ihr euch tot. Ja, geil. Und es gibt auch sehr schöne genderkorrekte Szenen so von wegen... Mann, der sich als Frau fühlt oder umgekehrt und Liebe und also so ist so ein junger Mann, der so der Hauptdarsteller ist und der verliebt sich in ein wunderschönes Mädchen. Ja, die Zombie. Nee. Jetzt bin ich gerade am überlegen, nee, mehr darf ich eigentlich gar nicht sagen, dann sag jetzt gar nichts mehr. Ich euch. Sag gar nichts. Auf jeden Fall fantastisch und die großartigste Szene ist, wenn dann ganz groß am Ende so die Riesenraumschiffe, beziehungsweise das Riesenraumschiff der Außerirdischen dann ankommt und dann so Seiji mit seiner Gitarre gegenüber so ein, ich sag jetzt mal, Größe Sternzerstörer gegenübersteht. Geil. Nur Seiji alleine mit seiner Gitarre. Ja. Und wie er, also da will ich euch auch nicht spoilern, aber das ist die also Luke Skywalker hätte nicht geiler einen Sternzerstörer platt machen können wie Seiji in Wild Zero. Okay. Also sowas hast du noch nicht gesehen. Wenn du das siehst, ich sag dir das nachher, wie er das gemacht hat, wenn die Kamera aus ist. Ich bin wahnsinnig gespannt, Es ist unfassbar. Geil. Und du denkst so, ey, wie sollen sie das in Star Wars nicht verbraten? Nicht so geregelt, ne? Da gibt's dann auch explodierende Häuser, da haben sie damals, weil aus Kostengründen haben sie nicht in Japan gedreht, sondern in Thailand, weil es billiger war. Und da haben sie dann so den örtlichen Bauern oder was weiß ich, der dachte, dass es ein gutes Geschäft ist, irgendwie für, ich glaube, $50 oder $100 haben sie ihm sein Haus abgekauft und haben ihm aber auch gesagt, wir wollen dir das abkaufen, um es in die Luft zu jagen. Er so, ja, alles klar, macht nur. Hm. Haben sie ihm das abgekauft und am gleichen Tag das Teil auch in die Luft gejagt für den Film. Ja, geil. In Japan hätten sie das alles groß mit Props aufbauen müssen und so einfach ein bisschen TNT rein, in die Luft jagen, fertig ist. Nice. Ein Wahnsinn. Sag nochmal, wie heißt der Film? Wild Zero. Wild Zero. Wilde Null. Geil.
Von wann ist der? 90er Jahre oder was? Der müsste so um die 20 Jahre alt sein. Hammer. Ist rausgekommen bei Rapid Eye Movies. Ehrlich gesagt bin ich, den müsste es eigentlich so ganz easy zu kaufen geben im Internet. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es mittlerweile eine Rarität ist. Ja. Ich habe ihn noch als DVD zu Hause. Vielleicht ist er irgendwo zu finden bei irgendeinem Anbieter, YouTube oder was. Ja, als Stream wahrscheinlich eher nicht. Ah, okay. Das kann ich. Rapid Eye ist ja auch eine deutscher Verleih, der da auch schon drauf achtet. Deswegen vielleicht haben Sie den auch hier in der Videothek. Bei VV-Medium, genau in der Gärtnerstraße, natürlich ein paar Meter weiter, 50 Meter weiter, eine ganz fantastische Fantasy- und Horror-Videothek. Da kriegt ihr eigentlich alles, was ihr jemals gesucht habt. Das stimmt. Und gegenüber darf ich auch noch mal kurz erwähnen, beste Plattenladen Hamburgs von Chris, die Plattenkiste. Jo, Grüße an Chris. Absolut, ne? Absolut. Da kriegt ihr alles, wo es um Metal, Jazz, alles. Alles. Ja. Klassik. Vinylmäßig ist das the man. Vinyl ohne Ende. Ja. CDs aber auch CDs und auch ganz viel günstige DVDs und Blu-rays. Ja. Zum Schnapper, ich glaube, DVDs ab 50 Cent. Also wenn ihr in Hamburg seid und also die Ecke hier ist hot. Das ist die hotteste Ecke von Hamburg jetzt inzwischen. Ist kann, man, so. Kann man so sagen. Das ist die scheiß Wahrheit. Die Gärtnerstraße in Hamburg ist das Nerdparadies. So ist es. Und Checkpoint Charlie haben wir ja auch noch. Absolut. Da. Auch noch eine super CD- und Vinylhändler zwischen dem der Comic Cave Gallery und dem Comic Cave selber. Also hier ist ordentlich was am Start. Hier könnt ihr das ordentlich einkaufen. Hier lacht das Nerdhirt. Was ich sehr schön finde, ist dieser Bogen, den du geschlagen hast von deiner Band, von dem Astra X, einem Molotow zum Sternzerstörer mit der Gitarre. Ja, ich wollte nicht von vorne, dass man von vornherein weiß, worum es heute beim Test geht. Das hat mir sehr gefallen. Das finde ich super. Und den einzigen Fehler, den wir gemacht haben, wir haben lange gelabert, aber wir haben tatsächlich das Angebot schon am Anfang gezeigt. Das stimmt, warte mal schnell. Im morgigen Video, also hier, 39,99 Marvels Pyro und Marvels Rogue im Doppelset von Hasbro. Ja. Und morgen zeigen wir euch das fantastische Angebot, erst am Schluss versprochen. Das ist eine gute Idee, genauso machen wir das. Gut, bis später, bis morgen. Bye-bye. Ciao.